Es hat sich in letzter Zeit angedeutet und ist nun heute bestätigt worden vom VfL Wolfsburg. Nämlich haben sich die Wölfe die Dienste des talentierten österreichischen Talents Patrick Wimmer von Arminia Bielefeld gesichert und der 20-jährige Österreicher wird ab nächster Saison für die Wölfe in der Bundesliga auf Torejagd gehen. Was alles hinter diesem Deal steckt und warum Patrick Wimmer zu Wolfsburg ganz gut passen könnte und warum das für die Arminia auf jeden Fall ein ziemlicher Verlust sein wird, besprechen wir alles in diesem Video. Und falls du ein Fan von diesen Videos bist, gerne eine Bewertung da lassen, wenn dir diese gefallen. Auch gerne den Kanal abonnieren für weitere solche Videos, würde mich sehr freuen. Und schreibt mal gleich eure Einschätzung und Meinung zu diesem Deal in die Kommentare rein. Also die Tinte ist trocken und der Deal ist durch. Patrick Wimmer wird ab nächster Saison das Trikot vom VfL Wolfsburg tragen. Und ich habe es schon in meinem Patrick Wimmer Video auch gesagt, dass das Interesse von Wolfsburg besteht. Falls euch dieses Video zu Patrick Wimmer, wo ich etwas ausführlicher über seine Karriere rede, interessiert, habe ich es euch mal hier verlinkt. Könnt ihr gerne mal abchecken. Kommen wir mal zu den Vertragsmodalitäten. Patrick Wimmer hat einen Vertrag bis 2027 bei den Wölfen unterschrieben, bindet sich also langfristig an den Club. Der VfL Wolfsburg nutzt hier die Ausstiegsklausel von Patrick Wimmer bei Arminia Bielefeld, die sich so um die 7 Millionen Euro belaufen sollte, wenn man dem Kicker Glauben schenken mag. Beim Abstieg von Arminia Bielefeld hätte das 5 Millionen gekostet, aber Wolfsburg wollte gleich die Initiative zeigen, um Patrick Wimmer zu holen und das haben sie hier gemacht. Patrick Wimmer ist 20 Jahre alt, 1,82 groß und bevorzugt auf dem rechten Flügel zu finden und hat momentan seine Durchbruchssaison mit Arminia Bielefeld. Auch wenn es momentan für die Arminia gar nicht mehr so gut läuft und sie sich in den Abstiegsrängen befinden, ist es für Wimmer auf jeden Fall die Durchbruchssaison. Er kam am Anfang der Saison von Austria Wien, seinem Jugendclub aus Österreich, nach Deutschland zum Aufsteiger Arminia Bielefeld und konnte bisher 26 Spiele für die Mann aus Bielefeld machen, 3 Tore schießen und 7 Vorlagen beisteuern. Eine davon war diese unglaubliche Rabona-Vorlage für Alessandro Schöpf, die auf jeden Fall noch einigen im Gedächtnis geblieben ist. Nach seinen starken Leistungen wurde er auch unter anderem mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht, wo ja auch Adi Hütter, ein österreichischer Trainer, tätig ist, der natürlich auch Patrick Wimmer gerne gesehen hätte bei seinem Club, aber der VfL Wolfsburg mit Trainer Florian Kohfeldt hat sich schlussendlich durchgesetzt. Patrick Wimmer wird die eh schon sehr starke Offensive vom VfL Wolfsburg noch mehr verstärken. Momentan spielen ja der deutsche Lukas Metscher vorne im Sturm und auch der Däne Jonas Wind, aus dem hat man mit Max Kruse einen Spielmacher. Patrick Wimmer sehe ich mehr als Flügelspieler, deswegen könnte er sich hier mit Riedle Baku abwechseln auf dem rechten Flügel oder er wird vielleicht sogar eine hängende Spitze sein, wo er dann eben über die Außen kommt. Ich bin gespannt, was Florian Kohfeldt hier mit Patrick Wimmer in Zukunft vorhat. Auch VfL Sportdirektor Marcel Schäfer zeigt sich sichtlich begeistert von diesem Deal und sagt vor allem, dass Wimmer aufgrund seiner sehr guten, vielseitigen Einsatzbarkeit ein perfekter Außenstürmer ist, der viel Tempo und Dynamik mitbringt und deswegen sehr gut zum VfL passt. Und damit liegt Marcel Schäfer auch komplett richtig, denn ein Patrick Wimmer ist jemand mit einer unglaublich schnellen und guten Technik vor allem und natürlich auch einem guten Tempo auf den Außen, aus dem ein Dribbler, der immer wieder gewagte Skills zeigt, wie zum Beispiel seine Rabona-Flanke für Alessandro Schöpf. Konnte es vielleicht ein Patrick Wimmer sind, dass er erst seine erste gute Saison in der Bundesliga war und dass er sich vielleicht einmal die leichtsinnigen Ballverluste leistet, das aber kommt natürlich von seinen eher waghalsigen Dribblings, aber grundsätzlich ist Patrick Wimmer vor allem mit seinen 20 Jahren schon ein sehr ausgereifter Spieler. Für Arminia Bielefeld ist es natürlich schade, wenn einer ihrer Topscorer hier den Verein verlässt, es war aber abzusehen, denn Wolfsburg hat einfach die besseren finanziellen Mittel und für die Arminia geht es momentan ja auch um den Abstieg, auch wenn Wolfsburg auch gar nicht so weit weg ist, ist es hier trotzdem hier ein Klassenunterschied in Sachen Vereinsgröße und finanzielle Mittel. Was ist eure Meinung zu diesem Deal? Denkt ihr, Patrick Wimmer wird bei Wolfsburg den nächsten Schritt machen? Oder glaubt ihr, das wäre er nicht der richtige Schritt für ihn? Gerne dazu mal eure Einschätzung in die Kommentare. Und falls euch dieses Video gefallen hat, gerne Bewertung zu lassen, gerne den Kanal auch abonnieren, würde mich sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt sportlich, bis zum nächsten Video und ciao.